Hallo meine Lieben, jetzt seht ihr schon den Ausblick vom Stiegenhaus in der Mauerbachstraße 28. Ich zeige euch jetzt Top 8 mit ca. 72 Quadratmeter. Diese Wohnung ist käuflich erwerbbar oder auch zu mieten. Eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung mit 72 Quadratmeter. Rein in den Vorraum sieht man, dass sehr zeitlos gearbeitet worden ist, sehr zeitlose Fliesen und Ausstattung. Oben eine Lichtkuppel, wir befinden uns im Dachgeschoss mit 3,10 Meter Raumhöhe, also super schön hoch, fast im Altbaustil. Hier gleich angeschlossenes Badezimmer mit einer schönen großen Badewanne ausgestattet. Badewanne, Waschbecken, genug Platz für Ihre Waschmaschine und auch Schränke nach Belieben. Dann gehen wir weiter zum spannendsten Teil, dem WC. Ein kurzer Blick hinein und schon sind wir in einem äußerst tollen, großen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer mit Eichenparkett ausgestattet, überall Fußbodenheizung natürlich. Hier kommen die Raumhöhen extrem zu tragen, wenn wir zwei Fensterfronten haben, alles Holz-Alu-Fenster von Josco mit außenelektrischen Jalousien, Sonnenschutz, die mit Solar betrieben sind. Sie sehen, Ausstattung ist exzellent, ist perfekt. Vom Wohnzimmer in den Kochbereich, hier kann man sich links und rechts die Küchenzeilen ganz cool installieren und angeschlossenen Abstellraum, wir nennen es auch gerne Speis, äußerst nützlich und praktisch. Das ganze Projekt ist perfekt gebaut. Sie haben eine Alarmanlage, Sie haben eine Videogegensprechanlage, hauseigene interne Garage und schon sind wir dann jetzt im Schlafzimmer mit hier integrierten Schrankraum oder auch Arbeitsbereich und dann schauen wir weiter in den Schlafbereich. Das gesamte Schlafzimmer umfasst ca. 20 Quadratmeter und das Wohnzimmer über 30, genau 34 Quadratmeter. So, noch eine Schwenk Richtung Türe. Ganz kurz noch zur Türe. Wir haben eine Sicherheitstüre, auch WK3. Das heißt, Sie sind hier absolut sicher. Wenn Sie hier oben sehen, die Klimaanlage ist auch vorbereitet. Das heißt, Sie brauchen sich nur mehr das Splitgerät drauf zu hängen. Das Ganze, wie gesagt, käuflich zu haben um 327.000.